Freunde der Sonne und des guten Geschmacks und willkommen hier bei Zusi 3 der Aerosoft Edition aus dem Jahre 1981. Wir befinden uns auf der Schnellfahrstrecke, ne? Kassel? Kassel-Hagen jetzt mal. Also nicht Kassel-Hamburg-Harburg hier, die Schnellfahrstrecke, sondern nach Kassel bis nach Hagen. Wir fahren mit einem D-Zug von Kassel-Wilhelmshöhe nach Hagen-Vorhalle. Das Ganze geht über 2 Stunden. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie als Zweiteiler machen oder komplett, muss ich mal gucken, da man ja hier nicht speichern kann. Das Ganze fängt um 19.11 Uhr an. Wir haben als Triebfahrzeug die 601, als D-Zug 17466 von München nach Dortmund. Zulässige Geschwindigkeit 140 Stundenkilometer. Wir haben nicht so viele Halte. Wir halten in Wilhelmshöhe noch nicht mal. Okay. Wir halten nicht in Kassel-Wilhelmshöhe, aber dafür in Kasseler Hauptbahnhof. Fahren einmal komplett die Strecke entlang, halten erst in Amsberg und dann später in Hagen. Und dann fahren wir rüber nach Hagen-Vorhalle. So, wir werden aufgegleist um 19.11 Uhr. Das ist ja noch ein bisschen weit hin. Also nutzen wir mal die Vorspultaste. Müssen wir mal gucken. Eigentlich war ja auch ein Video zu TSW3 auf dem PC geplant. War schon fertig und dann gab's, ja, wie soll ich denn sagen, ein paar Schwierigkeiten. Und dann habe ich mir doch gedacht, das willst du niemandem zeigen. Habe ich dann gelöscht. Muss ich dann irgendwann mal neu machen. Aber dann nicht auf dem PC, sondern hier auf der Konsole, die gerade hier links neben mir steht. Weil nach und nach kommen jetzt auch die ganzen DLCs. Jetzt sind wieder eine ganze Reihe an DLCs verfügbar zum Download, zum Kauf, je nachdem, was für ein zutrifft. Für mich trifft es ja eher zu, ne? Download, da ich ja die meisten hier habe, alles was aus dem deutschsprachigen Raum zum Beispiel ist, oder hier London Commuter, die BR Class 313 zum Beispiel auch und all sowas. Nur um die 101 spielen zu können, braucht man ja auch die Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Nur die kommt erst in der nächsten DLC-Welle. Woche, wie man auch das sagen möchte. Und die ist erst nächste Woche oder diese Woche? Ich glaube, nächste Woche. Schwierig. Na. Dürfte es aber langsam mal 19.11 Uhr sein. Ah. Oh. Eine interessante Lok, die wir jetzt hier haben. Warte mal. Fahren wir etwa den Trans-Europa-Express? Ja. Jawollo. Alter, ja. Da muss ich mal kurz hier rausziehen. Dann gibt es später noch ein schöneres Bild. Wenn man da so die ganzen Sachen da hinten dann nicht so sieht. Oh, wir fahren mit dem Trans-Europa-Express. Ey. Ist da geil. So einer, der steht momentan noch am Bahnhof Berlin-Lichtenberg als Co-Zug.
richtig schön erhalten. Und Hammer. Ich habe den auch fotografiert, wo ich mit meinem Kumpel rübergefahren bin nach Hamburg. Habe ich den gesehen, gleich fotografiert. Ich finde ihn klasse. Der steht auch, oder der stand mal auch bei Berlin Ostbahnhof. Stand da auch eine Weile. Jetzt ist er ein fester Bestandteil am Bahnhof Lichtenberg. Oh, ist ja geil. Cool. Ist ja so Hammer. Ich wollte schon immer mal mit dem, also erfahren geht ja schlecht, aber ich wollte da schon mal einsteigen. Den mal vor innen sehen. Und jetzt kann ich den hier bei Zusi fahren. Ja, das ist geil. Hammergeil. Man merkt auch, der braucht eine Weile, um überhaupt mal anzufahren. Aber das ist eigentlich kein Problem. Also wir sind auf jeden Fall in den 80er Jahren hier bei Zusi 3. Ich glaube 1981 oder 87 müsste das hier sein. Also noch, ne? Vor der Wende. Kassel-Wilhelmshöhe erreichen wir jetzt, aber wir halten nicht. Das ist schon ein Kontrast, wa? Wenn man sich das mal ansieht bei TSW 3 oder bei Zusi 3, wo wir, sind wir auch hier schon durchgefahren? Glaube ja. Sind wir von einer anderen Richtung gekommen. Ich bin einmal piten. Cool. Sieht eigentlich schon fast alles haargenauso aus wie vorher, ne? Oh, oh, starke Neigung. Hammer. Ich will mal kurz... So. Ein schönes Bild machen. Schade, dass man nicht ranzoomen kann. Es rumpelt auch schon ein bisschen hier. Also ich merke, wie der Zug richtig schön durcheinander geschüttet wird. Ah, okay. Hammer. Da haben wir es wieder, eine langsame Fahrt, aber angezeigt wurde, dass wir 60 fahren dürfen bei der langsamen Fahrt. Kassel Hauptbahnhof. Viel schöneres Bild. Jetzt kann ich auch den Fahrplan nochmal runterziehen. Zack. Ich brauche noch ein paar Fahrstunden für meine ODEC-Bewerbung. Sieht dann besser aus. Irgendwann muss man auch 30 fahren, war bei Kilometer 0. Ah, okay. Machen wir mal ein bisschen Stopp hier. Gehen wir schon mal runter. Aber
Aber anscheinend dürfen wir wohl noch mit 60 fahren. Ich will es nicht riskieren. Aber wir sind ja eh noch eine Minute zu früh. Also von daher. Ah ja, siehst du? 30. Ja, schon ein tolles Fahrgefühl auf jeden Fall. Gerade auch mit diesem Zug, der wirklich schon Geschichte geschrieben hat. Ein Klassiker der ostdeutschen Bahn ist. Damals von der Reichsbahn. Ist Hammer. Der Trans-Europa-Express. Ich werd nicht mehr. Entschuldigung. Ein bisschen müssen wir noch vorfahren. Beep. So. Ich weiß jetzt nicht hier, wo das für die Türen ist. Ich habe jetzt einfach mal wild gedrückt. Irgendwie muss das ja gehen. Da wir hier nicht die ganzen Minuten warten wollen, spulen wir mal vor. Okay, mal, da kommen Silberlinge. Ist ja schön. So, die halbe Minute warten wir jetzt noch und dann geht's los in Richtung Hagen. Grünes Signal haben wir schon. Dürfen dann erstmal mit 30 und dann mit 60 rausfahren. Gut. Bremsen lösen. Und ab geht die Post. Nochmal einmal hupen für die Fans. Ah, geil. Guck mal, wie brav sie da steht. Cool. Herrlich. Da hinten ist ein Ferkeltaxe, da ganz hinten. VT 300 und Schießmethod, glaube ich, wartet. Auch ein Klassiker, die Ferkeltaxen. Gab es als Triebwagen und als Triebwagen mit Beiwagen. Die waren eigentlich recht auch verbreitet gewesen. Gerade in Thüringen, in Ostdeutschland, generell in Ostdeutschland waren die richtig gut verbreitet, die Kleinen. Und es ist schön, dass es da noch welche gibt, die heute noch fahren oder erhalten sind. Oi, oi, oi. Dürfen wir gleich 100 fahren. Ab Kilometer 343. Ach, ab hier. Ich habe da noch nicht gesehen, deswegen. Ich gebe jetzt einfach Stoff. Von da sind wir gekommen. Vom rechten Gleis, von da.
Da sind wir gekommen. Ich kann ja mal gucken. Wir werden 140 Stundenkilometer fahren. Das dauert aber noch eine Weile. Boah. Um 21 Uhr 48 erreichen wir Hagen. Wenn man mal bedenkt, ne, welche Geschwindigkeiten heute Standard sind, was damals noch selbstverständlich war oder neu oder aufregend, ne? Der Zug, der fährt 140, der fährt 100 und vom Design her und alles. Ich finde es auch schön, dass sie noch die alten Signale und Meilensteine, wirklichen Meilensteine da noch sind. So. Muss man echt drauf aufpassen hier, wohin man fährt. Mal kurz gucken. Warburg kommen wir auch vorbei, halten wir nicht. Mal gucken. Der nächste Bahnhof ist Kassel-Harlech. Ach, da ist er ja schon. Nee. Sind wir schon viel weiter? Ich weiß nicht, 3, 4, 1. Na, dann war das ein anderer Bahnhof. 3, 4, ah, nee. Nee, das war ja. Ach, jetzt dürfen wir 110 fahren. Und dann gleich wieder 100. Ja. Erstaunlich, dass hier aber nichts angezeigt wird, ne? Also, das muss man irgendwie bei seinem Buchfahrplan ja irgendwo markiert haben oder generell wissen. Ab hier kann ich dann 110 fahren oder 120, 140. Piep. So. TS könnte man auch mal wieder spielen. Das wäre auch mal eine Idee. Aber ich habe mir sagen lassen, wenn man Susi spielt, dann will man nichts mehr andere spielen. Also, dann ist man so an Susi fixiert und will dann eigentlich sowas wie TSW und so eigentlich gar nicht mehr spielen. Aber ich denke mal, ich bin da so ein bisschen anders. Ich spiele auch noch immer noch TSW und habe richtig Spaß damit oder TS. Obwohl ich TS schon lange nicht mehr angefasst habe, ehrlich gesagt. Könnte man aber wieder machen, gerade in U-Bahn Frankfurt oder in Berlin. Ja. Berlin habe ich mir ja noch was ausgedacht, was man machen kann. Heute kommt übrigens, es war ein anderes Thema, für The Bus eine neue Linie. Die lang versprochene 300. Die ist ab heute eigentlich verfügbar, muss ich mal gucken. Also bisher hatte ich noch keinen Download und ich habe auch mal nachgeguckt und da war noch gar kein Update. Also es heißt wohl von bestimmten YouTubern, die zum Beispiel The Bus hochladen, dass heute, genau heute am 15.09. die neue Strecke kommen soll. Ich habe schon ein bisschen was gesehen in der Preview und das, was ich gesehen habe, das gefällt mir. Gerade als, ne, alter Berliner fühlt man sich dann sehr honoriert, wenn die eigene Heimat auch virtuell so richtig schön wiedergegeben wird. Dass man sich genauso fühlt, als wäre man zu Hause. Berlin bleibt immer meine Perle. Gerade auch mein Geburtsort in Berlin.
Nur bin ich seit über, ja, also doch schon seit fast 10 Jahren nicht mehr sesshaft in Berlin. Ganz woanders. Und da ist es schön, wenn man dann nochmal seine Heimat so richtig repräsentiert bekommt. Oh. Na, jetzt müssen wir mal aufpassen. Hoppala. Jupp, Zwangse. Scheiße. Muss man noch kurz warten, bis die HL sich gefüllt hat. War die HLL. Da ich es mit dem Bremsen leider nicht so gut geschafft. Ich weiß ja nicht, wo sind wir denn hier gerade? 334. Ah. Das weiß ich ja nicht. Darf man jetzt hier vorbeifahren oder nicht? Ah, Befehl A. Okay. Deutsche Bundesbahn. Einfahrtsignal G. Mönchehof. Fahrdienstleiter. Ah, hier. 30.09.1981. Okay. Wir haben einen Durchfahrtsbefehl. Einen schriftlichen. Wachsam und Befehl 40. So, weiter geht's. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen gepennt. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt. Muss ich erstmal wieder reinkommen. Hier 70. Warum auch immer. Uiuiuiui. Aber hier ist auch schon wieder Ende. Mönchehof sind wir jetzt also. Da. Und jetzt ist wieder 100. Warum auch immer. Da habe ich ein bisschen gepennt beim Bremsen. Da muss ich erstmal noch gucken, wie der Zug so richtig tickt, dass man akkurat bremst. Nicht so ruckartig. Ne? Ich will auch irgendwann mal die 100% schaffen. Mein Höchstwert war 50 und schieß mich tot. Irgendwo hatte ich irgendwas gehabt. Ne? Wegen hier so ein Sonderfall wie jetzt, da hatte ich dann Verspätung. Und Verspätung wird auch immer nicht gern gesehen. Auch wenn man dafür nicht kann, aber ja, irgendwann haben wir auch mal die 100. Und wenn man jetzt hier das Fenster da unten sieht, diesen Zusatzfahrplan da, den Buchfahrplan, dann wird man bestimmt dann nachher auch die Prozente sehen, wie gut ich abgeschnitten habe und oder wie schlecht. Wir haben noch eine ganze Weile vor uns. Mit einer durchschnittlichen Vmax von 100 ist es schon ein bisschen schleppend. Hey, was kommt uns da entgegen? Moin. Das sah mir aus wie eine 111. Triebwagen, sah mir aus wie nicht ein Silberling, sondern wie heißen die? Ein N-Wagen. Mit N-Wagen ist er, glaube ich, vorbeigefahren hier. Oh, müssen wir doch noch ein bisschen bremsen. Ja,
Ich muss mich noch an diesen Zug gewöhnen hier. Der ist ein bisschen sturköppig hier unterwegs. Jetzt sind wir bei 330. So ungefähr. Genau, 330. Da sieht 324. Weil dann könnte man ja eigentlich auch, wenn ich die Tasten... Ich habe mir jetzt zum Beispiel bei Trains in Build auch drei Tasten zugelegt für die PCB. Warum ich mir die nicht auf ZUSI-Basis gemacht habe, das kann ich jetzt nicht erklären. Ich habe die auf Entfernen, Enter und Bild nach unten. Also Befehl 40 links, dann kommt frei, dann kommt wachsam. Bei ZUSI ist es ja unten beim Nummernblock 0 einfügen, Entfernen, Komma und Enter beim Nummernblock. Theoretisch könnte ich mir es auch für TS und für TSW auch so anlegen. Das wäre eigentlich mal eine Idee. Muss ich mal nach der Aufnahme mal machen. Dass ich mir das mal ankicke. Ja, brauchst nicht die Tüten. Das kann man sich so ein bisschen ausrollen lassen. Ich denke mal, das geht hier gerade eine Weile nach unten, dass man dann sich ein bisschen ausrollen lässt. Das spart natürlich auch Diesel, wa? Ja. Grebenstein ist der nächste Bahnhof. Dort haben wir eine VMAX von 90 und dann 120, 140. Also gleich können wir mal ein bisschen auf die Tube drücken mit dem Zug hier. Können wir schon mal abbremsen. Da kommt das Schild für die 90. Ein bisschen abbremsen hier. Ah, eine 218. Schön. Mit einem Wagen. Oder waren da zwei? Wieso jetzt gar nicht? Sah mir aus wie ein Wagen oder wie zwei. Ein kleiner und ein großer. Tö. Wenn jetzt hier die 90 ist, dann kommt dann gleich Grebenstein in, ja genau, 2 Kilometer. Da sollten wir jetzt eigentlich sein und wir haben schon Verspätung. Da, da ist die 90. Wir haben mal so schön gelernt, alles unter 100 km/h wird quittiert. So, oh, eine schöne Kurve. Ein bisschen auf die Bremse drücken hier. So langsam habe ich mich an das Verhalten des Zuges gewöhnt. So langsam. Aber außerdem im Zwischenfall kommen wir eigentlich ganz recht gut durch. Wir sind auch schon sogar bei fast einer halben Stunde. Und 2 Stunden. In 2 Stunden sollen wir ja erst in Hagen sein. Also ist schon ein bisschen was. Oh. Ein Güterzug. Na, moin. Grebenstein. Naja, mit einer Minute Verspätung. Vielleicht kriegen wir ja die irgendwo wieder raus. Die eine Minute. Piep. Der nächste Bahnhof ist Hofgeismar. Ah. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme war, aber ich glaube, ich bin die Strecke sogar hier in Warburg mal gefahren. Also ich weiß es auf jeden Fall. Da bin ich die 111, glaube ich, gefahren. Bis nach Warburg. Und das war's. Ah, ich glaube, Warburg kommen wir klar. Doch, Warburg kommen wir vorbei. Wollte ich schon sagen. So. Jetzt sind wir vorbei. Jetzt können wir hochdrehen auf 120. Bei Kilometer. Oh, noch nicht. Doch. Wir können schon mal hochdrehen.
Gräbenstein war bei 324. Da war ein Schild gewesen, kleiner mit einer 12. Das habe ich noch aus dem Augenwinkel gesehen. Jetzt fahren wir mal ein bisschen. Und in 300 Metern kommt 140. Also hier irgendwo muss dann 140 stehen. Jedenfalls steht es hier im Buchfahrplan. 322. 4. Ja, hier ist schon die 140er Strecke. Oh. Und das Ganze geht jetzt 7 Kilometer. 7 Kilometer auf Vmax. Aber seht mal, wie schön jetzt die Sonne untergeht. Denn wir haben ja September, ne? Da wird es ja schnell wieder dunkel. Allmählich kommt wieder Weihnachten. Gar keinen Bock. Ist wieder ein Jahr vorbei. Und fängt wieder ein neues an. Dann ist es auch wieder vorbei und immer so weiter. So. Nix mit Vmax. Ah doch. Ist gerade auf grün rumgesponnen. Sprung. Das Signal. Zwar gerade auf gelb. Auf halt erwarten. Und jetzt haben wir grün. Also ist ein Zug vor uns. Ach ja, herrlich. Also ich weiß nicht, ob man, wenn man bei der ODEC oder so anfangen will, Erfahrung braucht ein Susi, aber ich denke mal, das sieht dann schon interessanter aus, wenn man nachweisen kann, dass man schon diesen Simulator mal gespielt hat. Ne? Also gespielt, dass man sich damit schon befasst hat, dass man da schon Stunden verbracht hat. Nüt. Ich denke mal, das sieht schon für eine Bewerbung besser aus, wenn man dann schreibt in den, naja, nicht Lebenslauf, aber, na doch, unter Qualifikation oder irgendwo, was man da schreibt, man hat so und so viele Fahrstunden in Susi 3, in dem Fahrsimulator, genau, in dem Fahrsimulator Susi 3 hat man schon so und so viele Stunden. Und ich denke mal, das kommt gut. Jetzt war hier gerade Hofgeismar. Der nächste Bahnhof ist Hümme. Da kommt hinten noch schon die Ankündigung auf 100 Stundenkilometer. Da können wir schon mal abbremsen. Man hört richtig die Fahrmotoren, wie sie arbeiten. Also aktuell kann ich bei Susi 27,2 Stunden nachweisen. Ist vielleicht noch ein bisschen wenig, aber dafür wieder eine 218 in Ozeanblau. Aber dafür bin ich auch dabei, mehr zu spielen, also mehr hier Zeit zu verbringen. Natürlich auch mit Aufnahme und ohne Aufnahme. Oh. Da war ein P. Das wird ja auch, ne, bemängelt. Wenn man die Pfeife nicht gedrückt hat, das wird auch bemängelt. So. 80. Jetzt kommt gleich Hümme. Oder sind wir schon dran vorbeigefahren? Glaube nicht. Müsste eigentlich jetzt so gleich kommen. 314, ja. Hümme ist bei ungefähr 313,8. Und wir sind da jetzt hier bei 314. Dann, oh, guck mal da hinten. Da leuchtet es schon. Da kommen wir bestimmt dran vorbei. Kurz danach, nach Hümme kommt Eberschütz. Dann kommt Lammerden, Liebenau, Hüder, oder Hüder.
Oder irgendwie so. Entweder Haueda oder Haüda. Aber ich denke mal, es heißt Haueda. So. Ah, hier geht es ein bisschen berghoch, das merkt man. Der Zug verliert an Geschwindigkeit, wenn ich nicht mitreguliere. Ja, genau, da kommt Hümme. Hümme. So. Ja, schon schön auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn die Anwendung läuft, dann werden die Stunden gleich mitgezählt. Weil da müsste ja eigentlich aus der 0,2 eine 0,3 werden. Oder es geht erst im Nachhinein, keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall habe ich schon Praxiserfahrung mit diesem Fahrsimulator. Und der wird ja auch genutzt. Für die TF-Ausbildung, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Vor allzu langer Zeit. Und ich, wie ich schon sagte, also ich denke mal, das sieht schon toll aus, wenn man sagen kann, hey, hey, hier, schaut mal, ich habe Praxiserfahrung in diesem Fahrsimulator. Und das nicht gerade wenig. Irgendwann habe ich genauso viele Stunden zusammen, dass alles reibungslos abläuft. Also als wenn man wirklich jetzt gerade richtig dabei ist, als TF. Und ich denke mal, Teig auch mal gesehen beim Video, wenn man in dem Ausbildungsbetrieb ist, man ist in diesem Fahrsimulator, haben die ja alle ihre eigenen Strecken auch mitgeliefert, programmiert, wie auch immer. Und dort kann der Ausbilder viel mehr machen. Es wurde auch mal erklärt. Ich weiß jetzt nicht mehr von wem. Aber da wurde auch erklärt, der Ausbilder, der kann dann... du musst auch zum Telefon greifen, da ist ein richtiges, ein Pult, ein Fahrpult. Dann kannst du dann, der Ausbilder, der kann dann sofort eine Situation vorrufen, sei es jetzt hier ein Signal steuern. Also der kann auch richtig dann die Signale setzen und alles. Der kann Befehle ausgeben, der kann, musst du da einen Befehl einfordern, wenn du noch keinen hast, kriegst du dann vom Ausbilder einen Befehl und all sowas. Bei hier, oh, hier hat man ja den Chaos-Mode und je mehr prozentual der nach oben gestellt ist, desto mehr passiert auch was. Sei es jetzt, so wie vorhin, ein rotes Signal, musst da anhalten, kriegst einen schriftlichen Befehl. Oh! Siehste, jetzt haben wir wieder Halt erwarten. Ich sehe schon auch was Weißes. Da drüben. Ich sehe da was Weißes. Beim Roten. Fahren wir erstmal mit 40 ran. Halten dann vom Signal an. Und mal gucken, was passiert. Dann müssten wir ja eigentlich einen schriftlichen Befehl bekommen. Auch wenn da steht, dass wir rüberfahren dürfen. Müssen wir mal gucken. Also ich halte lieber nochmal an. Warte, was passiert. Und wenn nichts passiert, dann fahren wir mit Befehl 40 rüber.
Genau. Ist schon interessant, dass er auf dem Stein steht. Der Signalkasten. Ich würde trotzdem noch mal okay, guck mal hier. Moin. Okay, wir kriegen keinen Befehl. Also können wir doch rüber. Achtung, es wird wieder laut. Also so halbwegs. So, jetzt sind wir erst in Lammerden und haben schon, ja, 3-4 Minuten Verspätung. Was schöne Kacke. 120 dürfen wir fahren und in Warburg dann wieder 80, dann wieder 120. Auch eine komische Kombi. Schade, dass man nicht speichern kann, weil sonst würde ich sagen, könnte man in Warburg oder so und irgendwo Halbzeit machen. Weil hier ständig mit 120 oder 100 nur rumzubrettern, das passiert nichts. Ja, also ich weiß nicht, ob sich das dann jemand anschaut. Die volle Länge, deswegen mal gucken. Also ich mache das einfach mal so nach Gefühl. Ich finde es schon schade, dass man nicht speichern kann und dann später weiterfährt, sondern dass man wirklich konstant entweder die Strecke fährt oder nicht. Man stoppt dann. Nur ich will diese Fahrt hier nicht unbedingt stoppen. Würde schon sogar die ganze Fahrt fahren. Aber wäre schon schön, wenn man irgendwo eine Pause machen kann. Auf jeden Fall. Oh, doch mal eine 101. Nee, nicht 101, Entschuldigung. 103. Hoppala. Nee, oder? Nee, die 101 ist ja hier, ne? Unser Klassiker, das war bestimmt nur 111. Eine 111 war das. Das war nur 111. Aber es, oder war das nur 103? Ich glaube, es war nur 103. Keine 111, sondern nur 103. Komme ich schon durcheinander hier. Wir haben noch, ja, ein paar hundert Kilometer vor uns. Wir sind erst kurz vor Warburg. Und wie man hier sehen kann, beim Fahrplan, beim Ebola, also, na okay, ein Ebola ist es ja nicht, es ist ja nur ein Bula, ne? Ein Buchfahrplan. Kein elektronischer. Sind wir erst hier oben, bei so einem kleinen Stücke hier. Und wir haben noch eine ganze Menge zu fahren. Eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ich bin dann doch vielleicht am Überlegen, dass man das irgendwie aufteilt oder so. Ach, keine Ahnung. Oder wenn es gar nicht mehr vorangeht, dass man dann irgendwo dann Feierabend macht. Wenn es dann wirklich irgendwo nicht mehr geht. Wenn der Zug nicht mehr fährt, wenn irgendwas nicht mehr hinhaut oder so, keine Ahnung. Aber ich würde mal schon sagen, dass wir es durchziehen. Ich meine, bei dem Stream, da hätten wir ja auch die ganze Strecke von Kassel bis nach Hamburg gefahren. Ja, wäre dann nicht dazwischen gekommen, ne? Aber ist halt so. Jetzt müsste eigentlich hier mal langsam Warburg kommen.
Ich glaube, das ist nicht Warburg. Reifeisen. Der Bahnhof ist mir hier nicht eingezeichnet irgendwie. Warte mal, da muss ich mal gucken. Kilometer 300 sind wir jetzt. Da musste hier der, nee, Haueda? Nee, das war doch nicht Haueda, oder? Da stand Reifeisen. Keine Ahnung. Jetzt kommt nochmal ein Haltepunkt. Das müsste Haueda sein. Na gut. Oh, alles fiept und piept. Hajo, ne? Also, da ist ja keine Sicherheitsvorkehrung. Ah, Haueda. Da ist er. Haueda. Das könnte Liebenau gewesen sein. Stimmt, Liebenau. Dann war Reifeisen vielleicht der alte Name oder so. Oder keine Ahnung. Aber dann war das Liebenau. Jetzt kam ja Haueda. Dann kommt jetzt gleich Warburg. Oder man sagt, man fährt jetzt nur bis nach Warburg. Moin. Wieder eine 218 Ozeanblau, diesmal mit Silberlingen und einem grünen Waggon. Ja, nice. Ich weiß ja nicht, also man... Wir haben ja noch mehr als 100 Kilometer vor uns. Und wenn wir so im Durchschnitt 100 km/h fahren, braucht man natürlich auch dementsprechend noch ja, ein bisschen Zeit. Jetzt sollten wir eigentlich auch schon in Warburg sein. Ja, das gestaltet sich momentan als schwierig. Auch wenn wir hier schon mit Eulen 120 hier rumbrettern, aber das dauert noch eine Weile. Wir sind jetzt hier bei 296 und Warburg kommt er... Oh, in 3 Kilometern. Okay. Ich hab nicht gesagt. 2 Kilometer. Da kommt schon Warburg. Es ist irgendwie mit diesem Zug trotz 120 Stundenkilometer ein anderes Fahrgefühl. Ich denke mal, weil man ja an anderes gewöhnt ist. Zum Beispiel an ICE oder irgendwas anderes. 80? Ah, 60, okay. Dürfen mit 60 fahren. Oh, diesmal hat es geklappt. Keine Zwangse. Wow. Ich staune. Warburg-Westfalen. 900 Meter. Danach haben wir grün. Nach dem ASIG hier. Nee, nach dem ESIG. Entschuldigung. Obwohl wir 80 fahren dürfen, ne? Aber wenn das Signal sagt, nö, fahr 60. Ah, okay. Jetzt sehe ich auch, warum. Kompletter Spurwechsel. Ja, mach mal englische Wochen.
Tutut, Vorsicht. Kommen wir jetzt hier irgendwo ab? Oder was ist jetzt hier Sache? Nö. Wir bleiben hier. Hm. Dürfen wir jetzt eigentlich 80 fahren oder nicht? Ich denke mal nicht, dass wir die ganze Zeit auf dem linken Gleis bleiben. 147. Hä? Moment. Moment, ganz anderer Kilometer. Schon 100 Kilometer weiter vorne. Hä? Was ist denn jetzt hier los? Ich fahre einfach weiter mit 60. Wie mir das Signal vorher gesagt hat. Ich glaube, es ist das Beste, was ich jetzt machen kann. Bis wir wieder auf dem anderen Gleis sind. Da, 146. Hä? Wir fahren auch auf dem linken Gleis? Hä? Was ist denn jetzt hier los? Aber 291,4. Der Berliner Rundfunk. Dürfen eigentlich schon wieder 120 fahren. Ah, kick mal. Hey! Servus! Oh, gemischte Wagen. Oh, nicht schlecht. Mhm. Wir fahren wohl jetzt auf der Nebenbahn. Anscheinend. Aber die Problematik ist nur... Ah doch, doch, alles richtig. Da ist 146, hier ist 290, okay. Ja gut. Alles noch in rechter Ordnung. Jetzt kommt gleich Schärfete. Dann kommt Brexen. Also haben wir doch noch ein bisschen hart vor uns, auf jeden Fall. Und kein Signal. Ist irgendwie gruselig. Also es war wohl mal zweigleisig. Hier, da wo jetzt die Maus rüber zeigt. Das muss mal zweigleisig gewesen sein. Oder es ist in Planung. Ich kann mir sonst nicht erklären, warum die Spur hier so breit ist und das Schild hier so steht, wenn der Kilometerstein da hinten ist, ne? Hier auf dem... Da. Hier ist das Schild, da ist der Stein. Das muss wohl mal zweigleisig gewesen sein. Was für ein Reim. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, ne? Warum man das hier so macht. Aber schön, dass wir jetzt erstmal die Strecke für uns alleine haben. Aber irgendwann muss es wieder zweigleisig werden. Das ist ja kein Dauerzustand. Da kriegt man, ne? So wie auch hier der Bahnübergang gebaut ist. Das war mal zweigleisig. Und dann hat man bestimmt aus Kostengründen gesagt, naja, gut, reißen wir das eine weg. Oder man hat schon zweigleisig gedacht, dass es mal zweigleisig werden soll in der Zukunft. So ähnlich hat man in Berlin auch gedacht damals. Da hat man gewisse U-Bahnhöfe schon mal gebaut, weil man da schon dachte, naja, hajo, später in der Zukunft werden da mal Züge rollen. Durch diese Bahnhöfe. Naja, Pustekuchen, bis heute ist er noch nicht. Aber diese Bahnhöfe kannst du besichtigen, wenn du möchtest. Berlin Underground oder so heißt das. Da sind auch so viele Schächte und Kanäle unter Berlin durch. Das wollte ich mal irgendwann mal machen.
Also gut, wie man seine Stadt, seine Perle auch kennt. Es gibt immer Dinge, die man noch nicht weiß. Wie zum Beispiel, ne, Geisterbahnhöfe oder Kanäle, irgendwelche Schächte. So. Ups. Ich wollte abbremsen, habe stattdessen wachsam gedrückt. Da ihr kein Zusatzsignal gesagt hat, wie wir zu fahren. Ach, geh mal da. Da waren die Gleise. Werden wir einfach mal auf 40 runterbrettern. Wie ich gesagt habe, also es war mal zweigleisig. Und dann hat sich es vielleicht wohl nicht mehr gelohnt, zwei Gleise zu betreiben. Und dann hat man die anderen weggemacht. Also hatte ich recht. Ah, okay. 40 km/h und dann haben wir grün. Genau, hier. Da ist noch das alte Gleis. Das hier. Das muss das alte Gleis gewesen sein. Dann hat man hier eine Weiche gebaut. Und gut war. Jetzt sind wir wieder auf der richtigen Seite. Das muss jetzt Schärfhede sein. Oh, Schärfhütte. Kurz warten. 283,7 war das, glaube ich. Dürfen wir 100 fahren. Genau. Schärfede. Der nächste Ort ist Wrexen. Gibt noch interessante Bahnen hier in Fusi. Auch, dass man in anderen Zeitachsen fahren kann. Zum Beispiel hier in der Vergangenheit. Ich glaube, das Allerfrühste, was man fahren kann, ist 2015, 2022. Na, okay, 22 nicht, aber ich glaube, das Allerfrühste, was man fahren kann, ist 2020. Und das Allerspäteste, glaube ich, 1979. Stellt mich an den Pranger, weil ich glaube 1979 ist das weit älteste, was man fahren kann hier in Fusi. Und wir spielen ja, wie gesagt, jetzt hier im Jahre 1981. 8 Jahre vor Mauerfall. Also ich müsste irgendwie beim nächsten Signal oder nächsten Bahnhof doch vielleicht mal eine Pinkelpause machen. Ich glaube, die 2 Stunden oder 1,5 Stunden, die wir jetzt hier noch fahren, die halte ich nicht aus. Garantiert nicht. So, das Signal habe ich auch schon mal gesehen. Boah, das Zusatzsignal hier, was das war. Genau, das hier, glaube ich. Bin mir jetzt, was war denn das? Ich glaube, bei dem letzten Video, wo wir auch eine Nebenbahn hatten, wo der Ton dann weg war, in der zweiten Hälfte. Also, nicht komplett weg, aber er war weg. Da hatte ich ja ein paar Signale eingeblendet. Hier so eine Signalbilder. Und da war das auch, glaube ich, und da mit dabei, mit dem Dreieck. Weiß ich jetzt aber gar nicht mehr. Oh. Poltert und poltert. Ah. Da war ein Haltesymbol.
War ja außerhalb vom Bahnsteig, Mensch. Oder ist halt so lokbespannt, dass da kein Triebwagen vorne dran ist. Physik, nee. So. Das war Wrexen. Nächster Bahnhof Westheim. Und kurz darauf kommt Marsberg. Jetzt dürfen wir gleich auch wieder 120 fahren. Genau jetzt. Ich finde es nur komisch, dass es hier nicht irgendwo angezeigt wird, wie schnell man fahren darf. Ne? Reicht hier eine kleine Tafel mit einer 12, mit einer 10, mit einer 13, mit einer 11, 14, 15, 16, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es wird ja schon ausreichen. Aber da muss man hier wirklich die ganze Zeit auf den Fahrplan gucken hier. Wann darf ich jetzt wie schnell fahren? Wenn das hier schon nirgendwo angegeben wird. Wir sind jetzt hier bei 277,6. Ja, wir dürfen wieder 120 fahren. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Bei 273 dürfen wir wieder nur 110 fahren. Für knapp mal kurz gucken. Für eine ganz kurze Weile. Also wirklich ganz kurz. Und dann dürfen wir 120 wieder fahren. Also ist ganz kurios. Wenn der Siefer nicht wäre, dann könnte ich gar mal schnell kurz auf Toilette gehen. Und dann kann der Zug erstmal weiterrollen. Aber der Siefer, der würde dann den Zug abbremsen, der Sicherheitsfahrschalter. Und das wollen wir nicht. Wir haben ja schon Verspätung. Wir haben es jetzt schon 20.15 Uhr. Und an dem nächsten Bahnhof hier. Westheim. Hätten wir schon vorbeifahren müssen. Wir hätten eigentlich auch schon fast in Marsberg vorbeifahren müssen. Aber wir sind noch hier. Oh, da kommt was, da kommt was. Abbremsen. Ah ja. Jetzt kommt ein Hinweis drauf, dass man 110 fahren darf. Oder soll. Das meinte ich. So eine Tafel braucht... und schon ist gut. Dann weiß ich ja wenigstens, was ich fahren darf und was nicht. Aber gar nicht. Das ist doof. Piep. So, jetzt kommt Westheim. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben Verspätung aufgeholt. Von 6 oder 5 Minuten auf 2 Minuten reduziert. Naja, 2,5. Also wir sind gut mit dabei. Ich denke mal, dass wir dann in Hagen auch pünktlich ankommen werden. Bis 2,73,7 müsste eigentlich jetzt wieder, ja, jetzt ist hier wieder 120. Komisch. Wird aber auch nicht angezeigt, ne? Da steht nur 110, aber im Fahrplan steht im Buchfahrplan, du darfst dann wieder 120 fahren. Also das ist ein bisschen komisch. Und ich denke mal, das Spiel würde auch so interpretieren, was hier zu sehen war und was nicht. Nicht hier auf dem Fahrplan, sondern hier. Ne? Ich denke mal, ich kriege ein paar Abzüge, weil ich angeblich die V-Max überschritten habe. Sehen wir nachher. Ich kriege auf jeden Fall einen Anranzer wegen der Zwangsbremsung. Das auf jeden Fall. So, Marsberg. 271 sind wir und 67 kommt da. Also sind wir gleich da. Drei Kilometer. Also ich denke mal, wir werden schon mit
zwei bis drei Minuten Verspätung ankommen. Am Ende, wenn nichts mehr dazwischen kommt, ne? Der nächste Bahnhof nach Marsberg ist Bredela. Und dann kommt Beringhausen, ein Haltepunkt. Und dann kommt nochmal Beringhauser T. Denk mal, da ist Tunnel oder so. Nee, nee. Stimmt, Tunnel. Fahren wir erstmal hier an Marsberg vorbei. Ich merke auch, wie meine Stimme rauer wird. Ich würde ja gern was trinken, aber dann muss ich wieder auf Toilette. Weil jetzt aktuell geht das auch. Noch aktuell geht es. Da kommt bestimmt jetzt die Ankündigung für 90. Wetten? Ja. Yep. Eine 204 ist das, wa? Die da steht. Oder ist das eine 363? Aber dass die hier im Linienverkehr ist, das wundert mich. Stornika. Aber wir haben es gut geschafft. Wir sind auf 90. Keine Zwangse. Da. So ist es mir doch schöner, wenn da eine Tafel steht, die sagt, was ich fahren darf. Oh. Hier war das wohl auch mal zweigleisig. Wir dürfen übrigens jetzt nur 90 fahren. Für... Ja, ich denke mal für ein paar Kilometer. Wir sind jetzt bei 267 oder so. Und... Oh. Ist wirklich nur noch ganz minimal. Zwischen Eversberg und Meschede dürfen wir noch mal ein bisschen schneller fahren. Dann sehe ich hier auch ZBF A71. Das heißt, da kommt noch irgendwas, was wir machen müssen. Da kommt bestimmt ein Befehl. Müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir die Augen auch auf links offen halten. Denn da kann auch was kommen, was für uns bestimmt ist. Ah ja. Da sieht man. Ja, da waren nochmal Gleise. Also es war tatsächlich mal zweigleisig. Das ist eine schöne Nebenbahn auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. Wir sind auch schon bei 1 Stunde und 9 Minuten gleich von der Aufnahme. Und wir haben noch 1 Stunde. Jupp. 1,5 Stunden haben wir noch. Scheiße. 1,5 Stunden. Ziehen wir jetzt durch. Jetzt haben wir schon ungefähr die Diemelbrücke. Mhm. Ungefähr die Hälfte erreicht. Jetzt ziehen wir es auch durch. Aber mich stört es schon, dass wir hier nur so 90 fahren dürfen. Ich meine, das ist schön entspannt auf der einen Seite, ne? Das sieht man hier so ein bisschen in der Abendsonne oder im vorglühenden Abend. Den Nachthimmel langsam. Ein paar grüne Felder und so und Wälder. Ja. Es entschleunigt auf jeden Fall. Aber ich muss dennoch schleunigst irgendwann mal auf Klo. Es reicht ja, wenn wir mal kurz irgendwo am roten Signal halten, weil noch ein entgegenkommender Zug die Strecke frei machen muss. Das ist ja in Ordnung. Ich brauche ja nicht so lange. Kurz und fertig.
Oh, aber in dem Tempo noch anderthalb Stunden. Junge, Junge. Es wäre auch eine schöne Strecke für Transportfieber. Wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Also für Transportfieber wäre das schon eine schöne Strecke. Dauert bestimmt aber auch eine Weile, die dann zu implementieren. Aber ich denke mal, das lohnt sich. Ah, da hinten blinkt es. Da kommt gleich ein Bü. Gucken, ob wir pfeifen müssen, aber ich glaube nicht. Das ist bestimmt eine Halbschranke. Oder für TSW. Na, TSW weiß ich jetzt nicht, aber ansonsten wäre das eigentlich noch schon eine schöne Strecke. So, jetzt müssen wir mal gucken. Es müsste gleich Bredela kommen. Mit Ankündigung auf 80, oder? Gucken wir mal. 90 fahren wir ja. Naja, wir hätten zwischendurch auch 100 fahren dürfen. Ja, schön. Gut zu wissen. Wir hätten knappe 10 Kilometer 100 km/h fahren dürfen. Und jetzt haben wir wieder Ankündigung auf langsame Fahrt. War schon gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall hier mit dieser Lok. Aber so langsam habe ich den Dreh raus. Ich hätte glaube auch nicht mal so stark bremsen brauchen. Da hinten kommt das erste Signal und ja. Na gut, aber wir sind schon mal in Bredela. Das ist gut. Wir jetzt hier. Oh ja, Tatsache, wir fahren jetzt hier die Zack. Eieiei. Schlängelt sich aber dadurch, ey. Nicht schlecht. Jetzt dürfen wir auch wieder ein bisschen mehr Gas geben. 59 sind wir, ja, 90 dürfen wir. Aber nicht so lange, denn gleich kommt 80. Ah, schon schön auf jeden Fall. Also noch steht 27,2 Stunden. Und das hatte ich vor einer ganzen Weile mal erwähnt. Also ich denke mal, ich bin jetzt bei 29 oder so. Müsste ich jetzt sein. 3, 2, 1. Hup. So. Oh, beim Haltepunkt muss ich wirklich mal kurz anhalten. Da führt keinen Weg dran vorbei. Oder? Weiß ich es nicht. Ich glaube nicht, dass ich das wirklich aushalte. Oh, ist gerade wirklich ein richtig bescheidener Zeitpunkt. Aber was soll man sagen? Was muss, das muss, wa?
Da siehst du. Da kommen die Ankündigungen auf 80 und wir sind erstmal bei 80. Oh Mann. Oh, Junge, Junge. Ich habe eigentlich noch einiges vorproduziert, aber ich habe es nie gerendert. Eins hatte ich ja gelöscht, ne? Hier das mit TSW 3. Noch eine 218. Aber diesmal komplett in Ozeanblau. Naja, passt. Auf jeden Fall die 218 waren Ozeanblau. Da, 80. Am Tunnel dürfen wir wieder 90. Und dann wieder 80 bei Brilonwald. Aber ich muss irgendwo mal kurz anhalten. Das geht nicht mehr. Schaff ich nicht. Mike kurz das Mikro stumm und dann bin ich mal kurz weg. Aufnahme läuft weiter. Oder ich pausiere. Ja, ich glaube, ich pausiere. Und dann... Nee, die Zeit geht da oben auch weiter. Oh. Na, gucken. Irgendwo muss ich anhalten. Vom Tunnel müssen wir mal kurz anhalten, oder? Bei Messinghausen. In 3 Kilometern oder so. Dann haben wir ja schon einiges geschafft, ne? Dann dürfen wir bald wieder auch ein bisschen mehr fahren. Nach Amsberg. Schlossberg. Amsberg. Oh, da dürfen wir wieder ein bisschen schneller fahren. Ja. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Aber auch irgendwie cool, wie sich das hier alles so neigt. Wie wir uns so ein bisschen hier durchschlängeln. Durch den westfälischen Tal. Oder durch das westfälische Tal. Aber ich glaube, nee. Sind wir überhaupt noch in Nordrhein-Westfalen? Gucke mal. Messinghausen wären wir jetzt, ne? Messinghausen bei Brilon. Genau. Das ist in... Ah, doch, ja. Ist noch NRW. Wollte ich schon sagen, NRW ist ja groß. Wir sind jetzt sogar im Hochsauerlandkreis, im HSK. Hochsauerlandkreis. Cool. In Messinghausen machen wir mal kurz einen Halt. Dann kann der Flippo mal schnell, ne, Öl austauschen. 236 Meter. Beringhauser Tunnel. Da sind wir jetzt. Genau. Dann kommt in 2 Kilometern Messinghausen und dann kann ich mal schnell für kleine Blitzpiepen. Ne, ich mach's anders. Ich stoppe das Spiel. Stoppe die Aufnahme. Also ich halte das Spiel an, halte die Aufnahme an, stumme das Mikro und dann Mikro anschalten, Spielaufnahme anschalten, Spiel anschalten. Genau, das ist eine Idee. So geht nichts verloren. Oh, Stunde 20 schon gleich in 18 Sekunden. Eieiei. So. Oder warte mal, ich muss es gar nicht mal anhalten. Warte mal. So. Dann jetzt. So. So einfach geht es. Einfach kurzes Spiel pausieren, die Aufnahme pausieren, Mikro ausmachen, dann Mikro an, Aufnahme weiter und dann Spiel weiter.
Stimmt ja. Ich muss ja noch nicht mal den Zug anhalten dafür. So, Messinghausen mit einer Verspätung von 3 Minuten mittlerweile. Ah, ist ja befreiend. Jetzt kann ich durchfahren. Getrunken habe ich auch, ne? Wenn man schon dabei ist, dann kann man das auch gleich kombinieren. Ah, herrlich. Fühlt man sich gleich wie ein neuer Mensch. So, jetzt kommt gleich der Messinghausener Tunnel. Dann kommt Hoppecke. Bremecketal. Dann kommt Brilonwald. Elleringhäuser Tunnel. Elleringhausen. Olsberg-Schellenstein-Tunnel. Und. Jetzt haben wir erstmal ein paar Kilometer mit 90. Und dann dürfen wir weiter mit 10. Und dann 90, dann 80, dann wieder 90, dann 70, dann 90 und 120. Aber 120 Kilometer pro Stunde dürfen wir erst in 26 Kilometer fahren. Erst in 26 Kilometern. Dann dürfen wir wieder ein bisschen schneller. Dann 100, dann 90, dann 70 und so weiter. Reihe 0. Ah, okay. Von dort aus hätte ich auch fahren können. Von Freie 0 nach Hagen, glaube. Ich kann ja mal kurz gucken, wie da die Fahrstrecke gewesen wäre. 21. Es wäre sogar ein bisschen ja, kürzer gewesen auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch ein rotes Signal. Schön. Bei einer 3-Minuten-Verspätung ist genau das, was man jetzt haben möchte. Ein rotes Signal. Bestimmt wieder mit ZS1. Gucken wir mal. Bestimmt wieder ZS1. Ein HP0 mit ZS1. Gucken wir mal. Fahren wir mal mit 20 ran, da wir nicht wissen, wo das Signal ist. Oder wir kriegen einen schriftlichen Befehl wieder. Nee. Das ist so. Doch. Oder? Warte mal. Das müsste jetzt Hoppecke sein. Denn dann kommt Bremecketal. Müssen wir mal gucken. Miep. Ja, ist rot. Hoch. Ah! Neuer Befehl. Deutsche Bundesbahn. Unser Zug wieder. Okay. Warte mal, Musik wird jetzt noch bestimmt. Warte mal. Ohne Hauptsignal ein weiter. Okay. Gut. Ich wusste jetzt nicht, ob er das jetzt angenommen hat, aber die Schranken sind schon mal runtergefahren. Das ist gut. Also wir dürfen wieder mit einem schriftlichen Befehl weiterfahren.
Befehl 40. Und weiter. Gleich müsste eine Ankündigung auf 80 kommen. Aber gut, das dauert noch 5 Kilometer. Also können wir ruhig noch ein bisschen 90 fahren. Je schneller, desto besser. Wir hätten jetzt schon längs Brilon-Wald durchfahren müssen. Ja, ich denke mal, da kommen mindestens noch ein, zwei weitere Verspätungsminuten noch mit dazu. Na gut. Ach, kick mal da. Da sind Kühe. Ach ja. Bisschen Spaß muss sein, wa? Alles ernst hier noch? Das müsste jetzt hier Bremecketal sein, was wir jetzt hier auf uns zukommen haben, oder? 246, ja, Bremecketal. Oh, guck mal, sogar mit einer kleinen Haltestelle. Das ist ja doch niedlich. So, als nächstes haben wir Brelonwald, dann haben wir den Ellerringhäuser-Tunnel mit Ellerringhausen. Olsberg-Schellenstein-Tunnel, Nuttler-Ost im Abzweig Nuttler, dann kommt Eversberg, Meschede, Wennemen, Bayenol, Lösinger-Tunnel, Öventrop, Arnsberg, Schlossberg-Tunnel, Neheim, Hüsten, Wooswinkel, Wickete, Warmen, Röntenberg, Langschütte, Geisecke, Schwerte Ost, Schwerte, Steinhausen, Westhofen und dann kommt nach langer Fahrt Hagen. Also jetzt sind wir nicht mehr auf einer Schnellfahrstrecke in Richtung Aachen, wollte ich schon sagen, sondern nach auf so einer Nebenbahn nach Aachen. Ich bin immer auf Aachen aus. Nach Hagen. Also er ist nicht mehr auf einer Schnellfahrstrecke, auf einer SFS, sondern auf einer Nebenbahn, auf einer NB. Ich brauche gar nicht mehr beschleunigen, denn da kommt schon das Schild für die 80 Stundenkilometer und mit einer langsamen Fahrt. Also wir werden noch etliche Minuten haben an Verspätung, gerade wegen sowas. Überall Langsamfahrt, Langsamfahrt. Ach ja. Ah, da hinten ist eine Lok. Das hab ich sogar gesehen gerade. Ein Signalwiederholer. Da oben der weiße Punkt. Also entweder kommt die Langsamfahrt viel später als gedacht oder weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Oh, Langsamfahrt mit Halt erwarten. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt.
Machen wir jetzt wieder englische Wochen oder wie ist das jetzt? Gucken wir mal. Anderthalb Stunden schon. Junge, Junge. Boah, kick dir mal an. Müsste Brilon sein. Oh. Zack. Zack. Und halt erwarten, ne? Also das heißt schon mal Gas wegnehmen. Denn irgendwo haben wir ein rotes Signal. Ah ne, doch nicht. Aber langsam Fahrt haben wir. Jetzt kommt der Tunnel, ne? Der Elleringhäuser Tunnel, genau. Oh. Oh, doch schon alles ganz schön knapp hier. Eieiei. Jetzt dürfen wir natürlich auch noch ein bisschen Gas geben. Oder 80, genau. Piep. Du hast doch einen Piep. Müssen wir mal gucken. Jetzt sind wir gleich bei 80. Aber vom Buchfahrplan her bin ich schon stolz. Wir sind jetzt schon fast auf der Hälfte hier von dem Balken. Also wir haben es bald geschafft. Wenn man bedenkt, die Fahrstrecke hier, die SFS Hassel-Harburg, die wir da haben, was ja eigentlich München-Hamburg ist, glaube ich sogar. Boah, da haben wir noch ein bisschen mehr zu fahren als hier. Da haben wir ja auch ein paar hundert Kilometer, die wir da zurücklegen. So, nach Ellering. Oh. Nach Ellering dürfen wir dann 90 fahren und dann wieder 80. Ja. Bis nach Ulzberg dürfen wir wieder 10 km/h mehr. Aber kickt euch mal das an. Wir sind richtig mittendrin im Hochsauerlandkreis. Herrlich. Können wir gleich rüber zu Emergency 4. Winterberg. Müsste eigentlich auch hier irgendwo in der Nähe sein. Zwar fahren wir nicht dran vorbei, aber es müsste ja eigentlich hier auch in der Nähe sein. Eigentlich. Mal kurz gucken. 2,37,8. Ja, 3 Kilometer noch. 3,4.
Wir hätten schon an Nudler vorbeifahren müssen. An Nudler Ost oder Nudler. Also wir sind... Ui. Sagt ja keiner, dass es hier runter geht. Wenn ich schon bei 100 bin. Oh, wacke, wacke. Das gibt bestimmt Abzüge. Hm. Also wir sind 2 Stationen in Verzug. Verzug heißt das, ne? Was für ein Wortspiel. Die werden wir auch nicht einholen. Also wir können so schnell fahren, wie wir wollen. Wir werden so in dem Tempo hier die Verspätung nicht mehr reinholen. Also... Darf ich noch einen Witz machen? Der Zug ist abgefahren. Oh Mann. Ja, aber... Mal Spaß beiseite, ne? Das kann man nur das Beste draus machen, dass man irgendwie noch in Hagen ankommt. Das ist eigentlich das Beste, was man jetzt machen kann. So. Hier kommt nochmal die Ankündigung auf 80. Gehen wir schon mal langsam runter. Noch ein bisschen, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und dann dürfen wir gleich nach Nudler wieder 90 fahren. Das ist irgendwie so ein Mix aus, mal darfst du mehr, mal darfst du weniger. Dann darfst du wieder mehr, dann darfst du wieder weniger. Total komisch. Ah, hier. 80 Stundenkilometer. Die Maus kann ich ja mal hier außerhalb vom Bildschirm ranziehen. Die brauchen wir ja nie. Ulsberg. Genau. Also noch brauche ich die Maus nicht. Noch sind wir ja am Ausrollen. Da brauche ich jetzt gerade keine Maus. Jetzt brauche ich die. Oder? Nö. So. Jetzt kommt gleich der Schellenstein-Tunnel. Der müsste da irgendwo nach der Kurve kommen. Dann kommt auch schon Abzweig. Ah ne, dann kommt Nudler. Und dann kommt Abzweig Nudler. Und dann geht's langsam wieder hoch mit der Geschwindigkeit. Probier's mal mit Geschwindigkeit, mit ein bisschen Geschwindigkeit. Holst du dir deine Verspätung wieder raus? Jawohl! Und wenn du stets verspätet bist und etwas verärgert bist, dann, ja, wesentlich. Dann hol dir einen schriftlichen Befehl. Okay, so, da kommt der Tunnel. Das war übrigens gerade eine Einkomposition, ne? So aus dem FF, schnell aus dem Kopf zusammengeschustert, deswegen klang das auch so scheiße. Boah, kick mal, wie eng das war. Wenn da jetzt noch ein Außenspiegel dran ist, der wäre weg. Der wäre weg. Oder du willst kurz nur deinen Kopf rausstrecken. 2.32.2. Jetzt mal ohne Pause. 2.32.2. Boah, puff. Nee, das ist ja wie ein Zungenbrecher. Nudler. Jetzt müsste ein Nudler kommen. Dann dürfen wir 90. Juhu. Oh, wenn der Zug hier runterfällt. Eieiei. Jetzt haben wir auch noch Halt erwarten. Bestimmt wieder ein schriftlicher Befehl, dass wir rüberfahren dürfen. Pass mal auf. Und hier sind die Signale ja noch hier mit diesem Kabel verbunden, ne?
müssen wir mal gucken. Also die Bremse ist schon mal stark, mal schwach. Das kann man mal sagen. Mehr als 40, 50 würde ich jetzt auch nicht fahren. Man weiß ja nicht, wo das Signal ist, ne? Man soll ja nicht wieder beschleunigen, man soll ja abbremsen. Das ist ja Sinn und Zweck. Es sei denn, man hat grün oder gelb. Da sind auch Gleise, wa? Oh, oh, oh! Ja. Abbremsen. Ich glaube, das Signal zeigt an, dass wir rüberfahren dürfen oder nochmal ein rotes Signal haben. Das weiß ich es nicht. Ja, schriftlicher Befehl. Nuttler Ost. Blocksignal A. In den Bahnhof. Auf der Abzweigung. Ne, ohne Hauptsignal ein weiter. Okay. HLL. Hüllen und Gebeam. Die Hauptluftleitung. Befehl 40. Und rüber. 21, 22, 23 und weg. So, da, ah, guck mal da unten, da ist die Strecke, die ich meinte. Ist auch nochmal eine kleine Nebenbahn, denke ich mal. Das dürfen wir, glaube ich, auch jeden Moment 90 fahren. Ja, dürfen wir, ab jetzt. Moin, Kollege. Moin. Kickt er da raus aus seinem Fenster. Auch wenn man das nicht sieht, auch der das Spiel nicht. Aber ich begrüße immer, ne? Das ist toll. Begrüße immer. Da ist die Strecke, die da unten war. Und hier sind wir. Mit 90 Stundenkilometern. Juhu. Oh. Moin. Ah, Mann. Ja, doch. Wir dürfen jetzt schon 90 fahren. Wollte ich schon sagen. Oh. Hier ist auch ein H. Da war wohl der Bahnsteig. Habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Der Zug ist so groß. Jetzt sind wir am Nuttler. Dann kommt gleich 70. 70. Hat man auch schon eine lange Zeit nicht mehr. Ja. Hm. Komm, sage ich, es kommt die Ankündigung. Ein Windzug. Und wir haben noch eine Stunde zu fahren. Junge, Junge. Wann sind wir losgefahren? 19:11 Uhr. Oh. 19:11 Uhr sind wir losgefahren. Ja. 20:56 Uhr. Wir wären jetzt schon Meschede. Also immer, ne, zwei im Verzug sind wir. Dürfen eigentlich, glaube ich, auch dann gleich schneller fahren. Hier sind wir in Bestwick. Oh, ja, stimmt. Jetzt kommt ja gleich die Strecke, wo wir ein bisschen schneller fahren können. Ja! Geil. Jetzt kommt erstmal 90 und dann kommt zu 120. Oh. Dann kommt nochmal ein kleiner Teil, wo wir langsam fahren müssen. Aber dann geht's wieder los. Pardon. So, 90. Genau. Nee, noch nicht. Ab 2:26 Uhr. Jetzt 400 Meter müssen wir noch mit 70 rumtuckern.
200 Meter? Da dürfen wir wieder 90. Genau da. 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 Oh, doch noch nicht. Da dürfen wir. Das ist ein 100er Stein, also. Jetzt dürfen wir. Ein 100er Stein. Oh, nicht schlecht. Jetzt dürfen wir ein 100. Jetzt dürfen wir 90. Und in 2 Kilometern dürfen wir dann 120. Ein Glück hoch. Wird mal Zeit, dass wir hier ein bisschen Tempo reinkriegen in der Bude. Ich finde es ja auch immer herrlich, wenn Zitate von mir in den Kommentaren nochmal wieder gespiegelt werden. Ich habe auch zu hören bekommen, dass ich ganz oft oder was sage. Ne? Loco? Er kennt sich da am besten aus. Er hätte zu mir gesagt, also oder was? Sagst du ja ganz schön oft. Ah, Grüße gehen raus. So. Hier sind wir bei 2,24. Ja, einen knappen Kilometer, dann dürfen wir 120 fahren. Oh, endlich. Endlich mal ein bisschen Geschwindigkeit. Und vor Meschede ist dann wieder mit 100. Aber immerhin. Immerhin. 2,24. Ein Kilometer noch. Geh gleich los. Gleich können wir. Wenn Eversberg kommt. Wenn Eversberg kommt, dann dürfen wir. Dann ja. 7. 9. So. 2, 5 haben wir jetzt. Also hier ist die 4. Nach der Kurve, würde ich mal sagen, wa? Ja. Ab hier dürfen wir. Ab hier dürfen wir 120. Sagt auf jeden Fall der Plan. Für 2 Kilometer dürfen wir jetzt 120 fahren, aber ich glaube, wir kommen nur auf 110 und dann müssen wir wieder abbremsen auf 100. Aber immerhin, jetzt kommt nach einer Weile wieder ein bisschen Bewegung ins Spiel. Ach, 3 Kilometer. 3 Kilometer dürfen wir jetzt 120 fahren. Na, immerhin, ne? Dann haben wir 1 Kilometer 0, wo wir ein ZBFA haben. Was wir da machen müssen? Gute Frage. Da gibt es auch zwei Tasten, die man drücken muss für den Zugfunk. Ich habe so versucht umzustellen, aber irgendwie nicht geklappt. Oh, ups. ZBFA 71, ne? Ja. So. Na, immerhin, wir sind auf 120 gekommen. Da kommt jetzt die Ankündigung auf 100. Die müssen wir nicht quittieren, denn nur bis 95 müssen wir. Rein theoretisch bis 99, aber da wir ja nur 5er Schritte haben, bis 95. Und da es 95 nicht gibt, nur bis 90. Meschede, 600 Meter. Ja, siehst du, 100. Also muss man sich wirklich hier dran orientieren. Aber schön, dass wir auch mal ein bisschen mehr fahren dürfen. Es wäre jetzt wieder gleich vorbei, aber Meschede.
Genau, da kommt die Ankündigung. Das müssen wir wieder quittieren. Ich spiele mir mal ein bisschen mit Gas und Bremse. Müssen wir gleich auf 90 bleiben. Meschede. Dann kommt ja gleich Venomen. Und das mit dem ZBFA. Hat schon eine steile Kurve auf jeden Fall, also so eine angewinkelte. Es kommt dann wieder 70, dann kommt 80, dann kommt 90, dann kommt 80, dann kommt 90. Irgendwo kommt mal wieder 100. Hui. Ich staune. Aber hier könnte man theoretisch eigentlich auch ein bisschen schneller fahren, aber wir wollen ja Prozente sammeln. Ja, wie beim Alkohol. Wir fahren schon so, dass es passt. So eben eine Nachricht bekommen. Berlin kriegt das 29-Euro-Ticket. Cool. Warum macht man das nicht gleich für den ganzen Nahverkehr? Aber gut, die Meinungen sind verschieden. Das gucke ich mir mal an. Kann ich ja mal vorlesen. So nebenbei. So, Bildüberschrift. Das 29-Euro-Ticket kommt. Aufsichtsrat des VBB hat zugestimmt. Der Verkehrsbund Berlin-Brandenburg hat den Weg für die Nachfolge des 9-Euro-Tickets freigemacht. Der Aufsichtsrat des VBB hat einem 29-Euro-Ticket am Mittag zugestimmt, also vor kurzem März. Das Ticket soll von Oktober bis Dezember im Tarifbereich AB gelten. Ja, das war ja klar, dass dann Brandenburg da nicht mitmachen möchte. Das hat man schon vorausgesehen, dass Brandenburg da nicht mitmacht. Aber da will ich dann auf die Barrikaden gehen. Da will ich auf die Barrikaden gehen. Ich hab eine ABC-Karte, ne? Falls man mal nach Berlin reinfahren möchte und alles stehen liegen lassen will, ne? Parksituation und alles kennt man ja. Und hab ein ABC-Ticket. So. Und da möchte ich dann, dass es vergünstigt wird. Das ist doch Schwachsinn. Nur für AB. Was ist mit denen, die ABC haben? Was ist mit denen? Na gut, lesen wir mal weiter. Aber nur Oktober bis Dezember. Auch nicht schlecht. Damit will der Senat die Zeit überbrücken, bis ein bundesweit geltendes Nachfolgeticket für das 9-Euro-Ticket kommt. Ah, okay. Na gut. Es müsste ja auch bald auf 70 kommen, ne? Ja, dauert noch. Jetzt kommt erstmal ein Bahnhof. Venomen, ne? Müsste jetzt sein, ja. Ach, das war schon. Okay. Mehr stand da jetzt nicht. Nur zur Überbrückung, bis es ein bundesweites Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets gibt. Warum macht man das eigentlich nicht so, wie man das besprochen hat? 49 Euro ist auch in Ordnung. Oder 69 von mir aus. Aber es ist halt bundesweit gültig für alles. Wenn man dann noch mit einem ICE oder so fahren will, na mein Gott, dann holt man sich sowas.
Haben wir ja auch gemacht, wo wir in Kölle waren. Haben wir auch erst das 9-Euro-Billetto genutzt und dann haben wir doch am Ende den ICE genommen. Ich warte immer noch auf eine Antwort auf meinem von DB Fahrgastrechte oder was das ist. Da warte ich immer noch eine Antwort drauf und das ist jetzt schon ein Monat her, wo wir gefahren sind und da dürfte so langsam mal auch Post einflattern. Ich berücksichtige das, dass es ein bisschen länger dauern kann, gerade wenn da viele Eingänge sind und es haben durchaus viele auch das genutzt, dass man sich so ein Formular mitnehmen kann. Ich habe es digital gemacht. Ich habe mir zwar auch ein Formular mitgenommen. Ich habe es digital gemacht, da ich ja digital die Karten hatte. Aber nach einem Monat dürfte doch eigentlich mal was passieren. Guckt mal da. Das ist nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Okay, okay. Fahren links dran vorbei. Oh, Junge, Junge. Mach doch nicht so einen Schrecken mit mir. Moin. Aber der hat auch schon ganz schön abgebremst, du. Ich dachte, das erste Signal ist hier für mich gestimmt, da hattet eh ne. Jetzt sind wir bei Freien Null. Ali Null. Oh, bespannt mit Silberlingen. Jetzt haben wir wieder eine Langsamfahrt. Wir hatten ja eigentlich Rot, aber da der Zug ja schon vorbeigefahren ist, haben wir eine Langsamfahrt. Warum wir nicht auf dem rechten Gleis geblieben sind, kann ich nicht beantworten. Aber es wäre schön, wenn wir rüberfahren würden, denn, kiek mal da. Nicht gut. Aber wir fahren rüber. Und dann fahren wir wieder rüber. Ein Glück ist der Zug schon gekommen. Ich weiß nicht, ob wir auch so auf dieser Strecke gefahren werden, so wie jetzt hier mit dem Hin und Her. Kiek mal da. wenn wir pünktlich gewesen wären, aber immerhin, ne, wir haben jetzt noch jemanden gesehen, einen anderen TF. Noch kurz warten, jetzt dürfen wir. 70, okay. Der Tunnel geht ungefähr 1 Kilometer. Ungefähr knapp. 21.11 Uhr. Wir hätten jetzt in Arnsberg sein müssen. Eieiei. Wir hätten jetzt sogar die Abfahrt gehabt längst. Wir wären jetzt schon wieder in Bewegung, wenn wir pünktlich gewesen wären. Und Arnsberg ist bei Kilometer 198,8. Also 10 Kilometer haben wir noch. Gut, ne? Also wir sind garantiert jetzt schon bei 6 oder 7 Minuten Verspätung. Und ich staune ja, wir sind auch schon bei 2 Stunden fast am Aufnehmen. Boah, Junge, Junge. Ja, ich mache das gerne. Ne? Seit Jahren. Ist Wahnsinn. Ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ich habe jetzt auch die Tastatur für Steam Screenshots auch auf Pause rüber geswitcht. Weil auf F12 sieht man dann die Heckansicht, also den Heckteil des Zuges. Mit F11 sieht man den vorderen Teil. Mit F9 kommt man hier zurück in den Führerstand. Und immer war ja standardmäßig auf F12 Screenshot. Muss ich einfach umstellen. Hier hatten wir auch gerade gelb gehabt. Jetzt haben wir grün.
Wir sind jetzt im Lösinger Tunnel. Dann kommt Öventrop. Dann kommt unser nächster Halt. Unser letzter Halt vor Hagen. Den war in 40 Minuten ungefähr, 45 Minuten erreichen. Knappe 3 Stunden. Wow. Na gut, ob man jetzt 3 Stunden Vollkraft voraus fährt mit einem Halt oder zwei Halten. Oder ob man hier schnell fährt. So. Sind wir bei 2,5? Dürfen wir längst schon... Ach, oh, wir dürfen schon längst schneller fahren. Ja, jetzt kommt die Ankündigung auf 80. Wir hätten längst schneller fahren können. Und wenn das nur kurz war. Aber naja. Das war bestimmt hier die 80. Es müsste jetzt hier Öventrop kommen. Gleich sofort. Boah. Rums. Rums die Bums. Öventrop, genau. Kommt Öventrop, dann kommen wir hoch auf 90, dann auf 100 und dann wieder vor Arnsberg auf 80 und 70. Und das ist unser regulärer Halt, bevor wir dann bis nach Hagen weiter durchbrettern. Und vor Hagen werden wir bestimmt auch noch ein bisschen schneller fahren dürfen. Ja, dürfen wir. Oh, ist ja toll. Dürfen wir wieder schneller fahren. Oh. 90 dürfen wir fahren ab 242. Also in 100 Metern dürfen wir 90 fahren. So. Man muss auch bedenken, wenn Geschwindigkeiten erhöht werden, ne, wenn wir jetzt hier von 80 auf 90 hochgehen, gilt diese Geschwindigkeit erst, wenn die letzte Achse des Zuges die Tafel verlassen hat. Ne? Also wenn, nur weil da steht, dass man jetzt 90 fahren kann, heißt es noch nicht, dass man 90 fahren kann. Ne? Erst wenn die komplette, der komplette Zug, die komplette Zugreihe, der Zugverband, jetzt habe ich das Wort, die Tafel verlassen hat. Wenn man weiß, der Zug, der hat 150 Meter. Und jetzt hier in dem Fall kommt jeder 100 Meter ein Stein. Der da. Das heißt, bei 150 Metern Länge wäre ungefähr hier, hier wo mein Mauszeiger ist, Schluss. Das heißt, wenn das jetzt hier die Tafel ist, ne? 100 wäre hier, 200 da, 150. Jetzt dürfte man 90 fahren. Jetzt kommt aber das Paradoxe, das Gegenteil. Sobald sich eine Geschwindigkeit reduziert, muss die erste Achse des Zuges, also der Zugverband mit dem Indusi-Magneten, sofort auf dieser Geschwindigkeit sein oder davor schon. Ne? Also das heißt, wenn wir jetzt hier in dem nächsten Fall, muss ich mal kurz gucken, wo wir sind, dürfen wir sogar 100 fahren, oder? Warte mal, 201, ja, wir dürfen schon längst 100 fahren. Wenn wir jetzt zum Beispiel von 100 auf 80, dann müssen wir das ja quittieren, haben wir gelernt. Und bis zum nächsten Blocksignal. Ne? Können wir uns mal angucken. So, wir sind jetzt bei 100. Quittieren. Tausender Magnet springt an. Jetzt müssen wir in dem Block von dem Vorsignal oder von der Tafel bis zum Blocksignal auf diese Geschwindigkeit runtergehen. Wenn wir am Signal angekommen sind, müssen wir die Richtgeschwindigkeit bereits haben. Und die haben wir jetzt
genau jetzt. Da ist das Signal. Jetzt sind wir bei 80. Und wir sind beim 500er Magneten. Der müsste jetzt hier irgendwo sein. Irgendwo hier. Oder da. Wenn wir jetzt hier nicht 80 fahren würden. Zwangsbremsung. Das hatten wir ja vorhin gehabt. Weswegen wir auch ein bisschen an Verspätung bekommen haben. Ne? Deswegen. Jetzt kommt eine Ankündigung auf 70, denn jetzt sind wir gleich bei Arnsberg. Ein Kilometer. Sind wir da. Ich staune. Wir sind nach langer Zeit endlich bei einem Bahnhof, wo wir wieder anhalten müssen. Ich staune. Dann kann ich ja noch mal was trinken. Denn wir haben bestimmt... Ja, wir haben eine Minute. Also habe ich eine Minute zum Trinken. Mit knapp 10 Minuten wieder. Oh, Wacke. Na, durch die ganzen langsamen Fahrten und so, ne? Haben wir doch wieder ein bisschen an Verspätung dazu bekommen. Wir waren bei 2 Minuten von 10. Oder 3 Minuten von 10. Und jetzt sind wir wieder bei 10 von 10. Stopp. So, kurze Trinkpause, bis gleich. So, ordentlicher großer Schluck. Da kommt auch schon die Kelle. Ach, schließen, schließen. So rum. Gut, Bremse lösen. Und Vollstoff. So, nach... Oh, wir sind ja schon hier. Wir sind. Oh, wie, stimmt ja, wir sind ja bald da. Also, ich denke mal, um 22 Uhr, also in 40 Minuten, so werden wir den Bahnhof erreichen. Also, ich denke mal, so 15. Ja, so. Denke mal, so 50 Minuten sind wir. Na, 50, ja doch. Nee, 40 Minuten sind wir noch unterwegs. 40 Minuten. Eieiei. Nach dem Tunnel erwartet uns eine 80. Dann können wir hochfahren auf 120. Also erst 110, dann 120. Dann wieder 110, dann wieder 120. Dann dürfen wir 140. Ui. Und dann dürfen wir wieder 90. Dann dürfen wir wieder 100. Jetzt kommen wieder die Strecken, wo wir ein bisschen schneller fahren dürfen. Und das gefällt mir. Können wir schön noch mal ein bisschen was rausquetschen. Wir sind mal bei 197,7. Oh, wir. Jetzt geht's los. Wir dürfen ja schon 80, ne? 1,977. 100 Meter. 200, 150. Jetzt dürfen wir. Man kann ja schon, wenn man unter der Richtgeschwindigkeit ist, schon mal ein bisschen Vollstoff gehen. Dass, wenn man dann die VMAX fahren darf, ne? Die Richtgeschwindigkeit, in dem Fall 120. Dass man da schon, ne, fast das Limit erreicht hat, ne, um ein bisschen Zeit rauszuholen, um pünktlich zu sein. Ja, schon eine große Materie auf jeden Fall. Ein perplexes, komplexes Thema. Aber schon cool.
Auf jeden Fall. Oh, endlich dürfen wir mal schneller fahren. Boah. Und das Ganze sogar auch für knapp 10 Kilometer. Nee, sogar ein bisschen mehr. Nee, doch. Wir dürfen ja jetzt ein bisschen mehr fahren für eine Weile. Zwar zwischendurch mal wieder 110, dann wieder 120, dann 140. Also, oh. Jetzt kommt endlich wieder Fahrtenspiel. Es müsste auch bald der Bahnhof Neheim-Hüsten kommen. Also nicht Husten, sondern Hüsten. dauert noch. 3 Kilometer. Nee, 5. Auch 5 sogar. Aber 120 Stundenkilometer. Mann, wie habe ich das vermisst. Dass man hier ein bisschen schneller fahren darf. Oh, schön. Aber seit wir da den komischen Gleiswechsel hatten, ist uns kein Zug mehr entgegengekommen. Wir standen höchstens welche, aber wir... Wir sind irgendwie momentan Einzelkämpfer. Aber wir haben es auch bald geschafft. Ich freue mal so. Wir haben es bald geschafft. Bald sind wir da. Bei so einer langsameren Geschwindigkeit, ne, auf der Strecke, da ist man schon auch froh, wenn die Fahrt auch irgendwann mal vorbei ist. So macht es ja auch Spaß, ne? Je mehr Stunden und Erfahrungen ich sammle, auch in verschiedenen Baureihen, ne, desto besser. Ne? Ich kann mich dann verbessern, habe dann bessere Chancen, dann später bei der ODEC anzufangen. Vielleicht sogar nicht als Quereinsteiger, mal gucken, sondern richtig direkt. Ja, mal gucken. Moin. Also noch ist es bei... Also ich müsste jetzt bei 30 Stunden schon sein hier, bei 30. Letztes Mal, wo ich gesagt habe, dass es bei... Oder anders gesagt, moin, wo ich gesagt habe, dass ich 27,2 Stunden habe. Derzeit bei Zusi. Das ist schon eine Weile her. Oh, kleinen Moment. Schon schöner Bahnhof hier, auf jeden Fall. Hab da gesehen, da war eine Köff. Eine kleine Köff. Jetzt sind wir bei 190. Aha. Müsste ja eigentlich bald die Ankündigung kommen für 110. Ich glaube, das dauert noch eine Weile. Ja, 5 Kilometer. Okay, 4. So. 188. 288. Schön auf dem Häuschen. 3 Kilometer. Dann kommt 110. Hätte ich hier pfeifen müssen? Nö, war. Da, ich hab dann nicht gesehen. 2 Kilometer. Nochmal piep. Aber schön, dass wir jetzt mal ein bisschen schneller fahren dürfen. Das ist herrlich.
186. So, jetzt kommt die Ankündigung auf 110. Dann machen wir mal schnell hier Lotte Lotte. So, 110 dürfte eigentlich bald auch wieder 120 sein. Kleinen Moment. 184,2. Ja. 120. Los geht's. So, 2 Kilometer noch, dann können wir 140 fahren. Na, ein bisschen dauert das noch. Tick. Oh, 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 oh. Jetzt gehen wir richtig in eine Neige. Müssen wir mal gucken hier. 182. 1 Kilometer noch. Da kommt was? Ist das eine Pfeiftafel oder was ist das da? Mal gucken. Nee. Aber gleich. Gleich geht's los. 140. Für 10 Kilometer. Na, ein bisschen dauert das noch. Ein kleines bisschen. Warte, warte. 181. 1. Da. Da ist 181,0. Ne? Jetzt haben wir gelernt, 100 Meter. Jetzt können wir schon mal Gas geben. 100, 200. Zack. Jetzt. Jetzt können wir. Für 10 Kilometer bis in Fröndenberg nochmal 90 ist. Oh. 140. Das hatten wir schon seit 2 Stunden oder so nicht mehr gehabt. Oh, bin ich froh. Schön hier rüber Bretter mit 140. Da kommt jetzt Wickede. Oder? Das müsste jetzt Wickede sein, denn dann kommt Warm. Warmen oder Warm? Warmen. Ja, hier. Wicke. Wickete. Ist das herrlich. Mal, oh, auch interessante Absperrung da. Da kreischen ein paar Kinder im Hintergrund, ne, haben wir Schulschluss oder Hofpause, ich kenne da die Schulzeit nicht. Aber die sind mir so laut, dass ich da mal zwischendurch mal ein bisschen stummen muss. Ne, da will man sich nicht anhören, gerade was, worüber die sich da unterhalten, oh, ne, und in einer Gossensprache, tut mir leid, aber das ist einfach nur Gossensprache, was die da machen, die Kinder, größtenteils. Oder die kreischen oder stehen unter meinem Fenster und dann... Dann kreischen sie da los, brüllen los. Oh ne, also das willst du dir nicht antun.
Wir fahren jetzt am Haltepunkt Warmen vorbei. Ich würde mal sagen, das heißt Warmen, aber es kann auch Warmen heißen. Aber ich denke mal eher, so wie ich das lese, heißt es Warmen. Also wie warm, wie Wärme, nur mit N hinten. Wie Carmen oder Haaren. Da ist er, der Haltepunkt. Zack, eben mal rüber. 174,6, glaube ich, wartet. Ja. In 3 Kilometern kommt Röntgenberg. Mit einer Verspätung von... Ja. Also mittlerweile sind es 6 Minuten Verspätung. Also wieder 4 Minuten raus. Aber Röntgenberg kommt ja erst in 2 Kilometern. 2,6, je nachdem, wie man das auslegen möchte. Also durch das schnelle Fahren jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit rausgeholt. Und 20 Minuten ungefähr fahren wir ja noch. Aber wir haben es bald geschafft. Wir sind ja nicht mehr viele Halte, also nicht viele Bahnhöfe mehr. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Bahnhöfe. Und der 8. ist unser Halt. Und dann ist vorbei. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr abbremsen hier. So. Sonst kriegen wir eine Zwangse, ne? Das kennen wir ja auch schon, das Spiel. Piep. Weil da ist schon die 90. So, Fröntgenberg, meine Damen und Herren. Jetzt haben wir dann Langschütte. Und nach Langschütte haben wir dann Gleisecke. Ah, guck mal, da ist ein Ferkeltaxe. Wartet ganz brav. Damit könnte man eigentlich auch fahren, aber es dauert bestimmt auch eine Weile. Ah, guck mal, sogar mit Beiwagen, so wie wir das vorhin ausklabustert hatten. Ah, cool. Cool, cool. Wie lange dürfen wir jetzt 90 fahren? Oder müssen? Noch ein paar hundert Meter. Dann dürfen wir 110. Bei 169,9 dürfen wir. Also hier so ungefähr. Hier kommt noch eine 218. Oh, Doppeltrakt in Verkehrsrot. Schön. Eine Doppeltrakt 218 Verkehrsrot. Das hat man noch nicht gehabt hier. Wir hatten Ferkeltaxe, wir hatten 203, wir hatten 363, glaube ich, hoch. 204 sagte ich, glaube ich, schon. Diese Ferkeltaxen, ja. 218. Hier kommt schon die Ankündigung auf 100. Oh. Dann wieder ein bisschen runter. So, weiter geht's. 100 Stundenkilometer Langschütte kommt jetzt. In jeden Augenblick. Moin, moin. Wie sie da immer stehen. Perfekt. So, ist Langschütte. Nee, Langschütte ist kein Haltepunkt, kein HP, aber Geisecke. Pass mal gerade so durch. Durch den Tunnel. Naja, gut. Unter die Brücke. Willkommen in Landschütte.
Wir würden sogar auch reinpassen, aber wir halten hier nicht. Wir halten erst wieder in Hagen. So. Ab 166. 8. Oh, wir dürfen sogar schon ein bisschen mehr fahren. Ah, nee. Nee, dürfen wir noch nicht. 166. Ach so, ist ja schon. Upsala. Also dürfen wir jetzt schon 110. Für 10,4 Kilometer. Dann kommt 70, dann kommt wieder 100, 130, 110, 120, 100. Und dann geht's langsam wieder runter. Weil wir dann in Hagen ankommen. In Hagen. Ha, schön. So, 110, ne, haben wir gesagt. 110, 110. Für 10 Kilometer. 10,4. Bis die Ankündigung auf 70 kommt. Weil dann, denke ich mal, fahren wir wieder auf eine Schnellfahrstrecke. Würde ich jetzt mal sagen. Wenn man sich mal hier so die Geschwindigkeiten mal anguckt. Westhofen sind wir, glaube ich, sogar vorbeigefahren. Erst mit dem Regio, dann mit dem ICE. Kann ich ja mal kurz gucken, wo das liegt. Westhofen. Oh. Westhofen bei Schwerte, ne? Na, jetzt bin ich hier in Hessen angekommen. Nee, in Rheinland-Pfalz. Huch. Aber wir fahren ja durch Westfalen. Westhofen, Schwerte. Genau, da oben ist es. Und da ist Hagen. Genau. Da ist Dortmund. Da ist Hagen. Hörde. Nee, ich glaube, da sind wir nicht vorbeigefahren. Hohenlimburg und so weiter. Wir sind aus Richtung Bielefeld gekommen. Und Westhofen ist Richtung Wuppertal. Nee, da sind wir nicht vorbeigekommen. So, hoppala. Jetzt kommt nochmal ein Haltepunkt. Ah ja. Das müsste Gleisecke sein. Gleisecke. Hat man schon lange nicht mehr. Die Hupe. Das Horn. Das Makro. Gleisecke. Mehr Gleisecke oder Gleisecke? Aber ich will mal eher sagen Gleisecke. So, noch keine Ankündigung auf 70, denn jetzt kommt erstmal noch Schwerte Ost. Und dann kommt die Ankündigung auf 70. Und es dauert noch eine Weile. Noch ganze 4 Kilometer. Also 6 Kilometer haben wir ja schon in einer Weile geschafft. Huch. Wir sollten eigentlich auch in 16 Minuten in Hagen sein. Denn Westhofen wären wir schon längst vorbeigefahren. Upsala, bin ich ein bisschen schnell. Sieht immer so aus, als ob man das Signal gleich mitnimmt. Oh Mann. So, Schwerte Ost müsste jetzt eigentlich mal bald kommen. 2 Kilometer sind um. Und die Ankündigung auf 70 müsste auch bald kommen. Aber genießen wir erstmal, solange wir schnell fahren dürfen. Auch, dass wir schnell fahren dürfen. So, jetzt sind wir hier. Schwerte Ost. Da hinten sehe ich schon die Ankündigung auf 70, also können wir schon mal langsam, aber geschmeidig mal runter.
Ja, vielleicht doch ein bisschen mehr. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Jetzt können wir wieder ein bisschen nachlassen vom Gas, von der Bremse. So, jetzt wieder Gas geben. Nächste Station wäre Schwerte. Da. Uff. So, piep. Uiuiui, das wird bestimmt noch eine Weile dauern, bis es online ist. Aber es kommt online. Und das TSW-Video, das muss ich nochmal neu machen. Das hat mir nicht gefallen. Jetzt weiß ich auch, wo der Fehler lag, was ich nur hätte machen müssen. Und zwar war das so, dass ich mit Ach und Krach gefahren bin. So, und dann hieß es, da ist ein gelbes Signal, das nächste ist rot. Ich natürlich voll nach Eisen gegangen. Ich habe eine Zwangsbremsung ausgelöst. Dann bin ich über die Marker gefahren, dann war grün. Ja, und dann stand mal. Ich habe alles probiert, über 20 Minuten lang. Moin. Oh, Doppeltrakt. Hui. Und Silberlinge. Boah. Aber es hat nichts funktioniert. Und jetzt habe ich rausgefunden, beim IC1 brauchst du nur bei einer Zwangsbremsung die Hauptluftleitung füllen. Mehr musst du nicht machen. Und dann fährt er wieder. Bremse lösen, losfahren, fertig. Und ich habe alles gemacht. Ich habe ihn aufgerüstet, entrüstet, aufgerüstet, wieder. Das hier macht, das hier macht. War nüscht. War nüscht. Dann habe ich es aufgegeben. Einfach. Weil er dann auch gar nicht mehr ging. Ne? Selbst die Hauptluftleitung, die wollte sich nicht mehr füllen. Was man ja eigentlich machen sollte. Ne? Also war komplett alles für den Arsch. Also muss ich das nochmal neu machen. Nochmal eine 218, noch eine 218. Dürfen wir jetzt eigentlich schon wieder 100 fahren? Ja, war. Schwert ist vorbei. Nee, dürfen wir nicht. Doch, dürfen wir. Dürfen wir jetzt sogar gleich auch 130. Dann dürfen wir 110 in Westhofen, dann dürfen wir 120, dann dürfen wir 100. Dann 70 und dann 40. Und dann sind wir auch bald in Hagen-Vorhalle. Puh, wir haben es bald geschafft. Wir haben es bald geschafft. Ich lasse einfach mal den Buchfahrplan schon auf der letzten Seite. Es sind jetzt nur noch 20, 30 Kilometer. Dann sind wir da. Oh, Junge, Junge. Also so 22 Minuten fahren wir bestimmt noch. Hier kommt schon mal die Ankündigung auf 110. Und wir waren noch nicht mal bei 130. Kilometerwechsel haben wir auch. In Hagen Hauptbahnhof. Aber das ist ja noch Zukunftsmusik. Ne? Da sind wir ja noch gar nicht. Hätten wir aber... Oh, in einer Minute hätten wir in Hagen sein müssen. Huch. Ja, das ist schwierig. Hoppala. Naja, wir haben es ja bald geschafft. Und wir sind schon bei 2 Stunden und knapp 35 Minuten an der Aufnahme. Oh, hui, 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 hui. Uff. Hebt er richtig an hier. So, Westhofen. Oder? Das müsste jetzt Westhofen sein hier. Kicken wir mal. Ja, Westhofen. Cool. Das heißt, wir haben jetzt gleich einen Kilometersprung irgendwie von 149,5 auf 020 und dann auf 149,4. Warum auch immer. Ah, wir haben es bald geschafft. Bald haben wir es geschafft. Da sind wir mal dabei. So.
150, 4, wir dürfen 120 fahren. Für eine gewisse Zeit. Bis wir wieder 100 runter müssen. Also nicht 100 km/h runter, sondern auf 100 km/h. Das ist ein Unterschied, ne? Aber wir haben es bald geschafft und ich merke, ich muss schon wieder auf Toilette. Ah, da war doch schon ein bisschen viel zu viel getrunken. Oh, Junge, Junge. Aber immerhin, es hat gut gehalten. Da man ja auch viel spricht, muss man ja auch viel trinken, ne? So. In Hagen werden wir mal die Zeit entweder vorspulen. Weil ich denke mal, die letzten Minuten, die kann ich jetzt noch durchhalten, ohne Pause. Sind ja nur noch 19 Minuten oder so, die wir fahren. Das dürfte ich eigentlich aushalten. Und bis jetzt gab es auch keine weiteren Vorkommnisse mehr, ne? Also jetzt fahren wir ja eigentlich rigoros weiter, so wie es uns befohlen wird und so wie wir es kennen. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir auf jeden Fall einen Güterbahnhof, einen Umschlagsplatz, würde ich jetzt mal sagen. Einen ganz großen auf jeden Fall. Boah, 147. 6 Kilometer. 6 Kilometer, dann sind wir da. Ja, leck mir die Fußnägel. In 6 Kilometer sind wir da. Ja, holla die Waldfee. Wie kommt denn das jetzt auf einmal? Und wir müssen ja noch ein bisschen warten. Also wir sind nicht mehr so lange unterwegs. Stimmt, ja. Wir sind jetzt bei 148,4. So. Und in 7 Kilometern ist ja schon Hagen erreicht. Nee, nicht 7, sondern 5. 5 Kilometer. Ja, genau. In 5 Kilometer. Bin ich sogar ein bisschen früher, in 4 Kilometern. Oh, schön. Wir haben es bald geschafft. Da wir ja eh die 6 Minuten Haltezeit überspringen, werde ich dann mal schnell doch vielleicht auf Toilette gehen, mal gucken. Aber eigentlich, wenn wir in Hagen rausfahren, haben wir dann noch 4 Kilometer zu fahren. Also ich denke mal, das geht auch so. Wenn ich jetzt mal die letzten Minuten mal nicht auf Toilette gehe und dann ja. Jetzt sind wir hier im 100er Block. Gleich kommt die Ankündigung auf 70 in 2 Kilometern. Aber ich bin echt erstaunt, wie schnell das doch jetzt am Ende ging. Na? Toll. Toll, toll. 3 Kilometer noch. Dann haben wir unseren Zielbahnhof erreicht. Und dann müssen wir noch nach Hagen-Vorhalle. Da unten. Da. Und dann weiß ich auch endlich, wie ich abgeschnitten habe. Oh, Langsamfahrt. Langsamfahrt. 30. Oh. Ui. Ja, da ist der Hauptbahnhof, oder? Das sieht mir schon nach Hauptbahnhof aus hier. Ich denke mal, irgendwo werde ich bestimmt auch Mecker bekommen wegen schlechter Fahrstil. Kommt bestimmt auch irgendwo. Aber das Hauptbahnhof... Ist das der Hauptbahnhof? Ja doch. Da ist der Hauptbahnhof. Wir sind da. Wir sind da, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Mit 4 Minuten Verspätung. In einer Minute und ein paar Sekunden hätten wir erst fahren müssen. Denn es ist auch nochmal eine Lok. Mit Silberling und verkehrsroten Waggons und irgendwas Grünes noch. Wir fahren mal 10 km/h mehr. Stehen auch noch ein paar Silberlinge. Da hinten kommt auch nochmal ein Zug. Oh, den kenne ich sogar noch aus Pro Train Perfect. Da gab es auch eine Strecke, wo man mit der 100
3 müsste das sein, auch mit diesen roten Waggons gefahren ist. Oh, cool. 103 stand da, glaube ich, dran. Und ich habe auch gesehen, der eine Waggon hat einen Pantograph gehabt. Na moin. So, grün, gelb, Langsamfahrt mit 30 km/h. Und wir haben Halt erwarten. Aber wir sind da. Wir sind da. Oh. Toll. Das war, glaube ich, auch eine 100. Das war eine 111, glaube ich. Oder 100. Nee, 110, glaube ich sogar. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber wir sind da. Da ist der Hauptbahnhof. Oh. Ich werde mal doch dann auf Toilette gehen, das Mikro stumm, Aufnahme weiterlaufen lassen. Wenn ich wiederkomme, springen wir vor auf, bis wir fahren müssen. Und dann fahren wir weiter. Oh, kick mal. Zack, jetzt. Wupp. Eieiei. Doch ein bisschen Geschlänge hier. Ah, da sind wir. Da sind wir. Nach 7 Minuten Verspätung. Also haben wir doch ein bisschen was aufgeholt. Von 10 auf 2. Von 2 auf 5. Von 5 auf 10. Und jetzt von 10 auf 7 oder irgendwie so. Zwischendurch war es auch mal 3 oder so. Oh, stopp! 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 Fuck, ich glaube, da gab es gerade eine Zwangse. Na gut. Scheiße. Ich bin gleich wieder da. Hoppala, wir dürfen ja schon weiter. Ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, aber wir dürfen weiter. So. Auf geht's. Letzte Runde. Für 4 Kilometer oder so. So, 40. Oh, bald geschafft. Hattinger Gleis. Wir haben jetzt hier irgendwie so einen Kilometersprung. Jetzt sind wir irgendwie bei 80. Na, wir kamen ja von hier. Und jetzt sind wir ja hier. Ach, nur 140 ist das. Ah, okay.
Ja, ist ja gut. Müssen wir eigentlich bald da sein. Da ist unser Block. 79,1. Jetzt können wir schneller fahren. Da kommt auch schon ein Gegenzug. Moin. Auch mit Silberling. Toll. Wir kamen von da oben. Jetzt fahren wir hier runter. Gleich haben wir es geschafft. In den nächsten Minuten haben wir es geschafft. Da kommt auch schon, glaube ich, das Signal. Gleich. Für unseren Halt. Unseren Halt. Ah, kick mal, da kommt noch eine. Moin. Im Ozean blau. Sogar hier die Waggons. Und rot. So rot-beige. Jetzt sind wir bei 77,5. Also müsste hier gleich unser Signal kommen. Ja, da vorne. Oder? Nee. Hier ist unser. Da. Oh. Knapp. Ah. Okay. 0%, okay. V-Max-Überschreitung, aha, okay. Eine Zwangsbremsung, ja, Zugsicherung. Ich habe 11-mal die Pfeife nicht betätigt, ich habe immer die Pfeife betätigt. Okay, na gut. Abfahrt ohne Auftrag haben wir 0, also hier haben wir alles richtig gemacht. Verspätung. Ui. Naja, gut. Vielen Dank für das Zuschauen, Zusehen. Ne? War eine interessante Fahrt, eine lange Fahrt. Aber jetzt muss ich mich auch erstmal erholen davon. Wir sehen uns und hören uns dann beim nächsten Mal, ob live oder etwas Neues, ein neues Projekt, neue Folge, neues Video, wie auch immer. Und dann wünsche ich einen angenehmen Tag noch. Auf Wiedersehen.